Moin Moin Welt, ich begrüße euch ganz ganz herzlich auf meinem kleinen Miezenkanal und freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute mal wieder ein Unboxing für euch und zwar von einer Beauty Apothekenbox, die sehr sehr limitiert ist. Ich glaube 4000 Stück gibt es und sie ist an dem Tag, an dem sie kommt, auch generell ausverkauft. Ich hatte an dem Tag einen netten Tipp bekommen. Wenn du dieses Video siehst, dann wirst du wissen, dass ich dich jetzt gerade meine und sage nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du mir morgens den Link geschickt hast und gesagt hast, hier, Mieze, pass auf, heute kommt diese Box. Und ich habe eine bekommen. Tada, die Beauty Box von der Medikamente per Klick. Apotheke. Also ich finde dieses Packaging von der Box diesmal richtig, richtig schön. Ich habe das letzte Exemplar damals auch ergattert. Da war der Karton, ich sag mal so, naja. Aber den hier finde ich super schön. Diese Box hat mich 12,95 € gekostet. Und wie gesagt, es gibt sie nicht so oft. Und wenn es sie gibt, dann ist sie am gleichen Tag vergriffen. Ich werde euch trotzdem einmal die Internetseite in meine Videobeschreibung reinsetzen. Dann könnt ihr euch nämlich den Newsletter abonnieren und kriegt alle Neuigkeiten mit und so weiter. Und ich glaube auch, wenn die Box rauskommt, meine ich mich zu erinnern. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall gibt es da immer ganz viele Neuigkeiten und. Ja, ich fange jetzt an. Tada! Box, öffne dich. Oh, hier kommt schon mal ein ganz, ganz toller Duft raus. Wir haben hier ein schönes Seidenpapier und einen Klebi, so wie sich das bei schönen Boxen gehört. Also dieser Duft, der hier rauskommt, ist ja schon mal fantastisch. So, dann reißen wir das Ganze doch mal auf. Mich lacht ein Heftchen an, wo die Produkte schon mal drinnen sind. Das ist jetzt mein und euer erster Blick. Ich sehe eine kleine Probe und wie gesagt, das Heftchen, wo alle Produkte drin sind. Und wir haben hier eine Neutrogener Hydro Boost Probe. Sowas mag ich immer super gerne zum Ausprobieren, weil man dann halt nicht so einen Riesenpott kauft, ne? Und nachher taugt das nichts und dann denkt man so, blöd. Super gut, gefällt mir schon mal richtig gut. Dann habe ich hier ein bisschen Werbung drin. Oh, kommt hier ein Duft raus und sie ist wirklich prall gefüllt. Und ich sehe hier mega Sachen, ihr Lieben. Also ich kann euch sagen, diese Box lohnt sich. Ich war noch nie enttäuscht für diesen Preis. Wir fangen an mit Kneipp Naturkind Milchstraße Schaum und Cremebad. Oh Gott, nein, wie süß. Guckt euch das mal an hier. Eine kleine Astronautenkatze. Das ist ja was für mich. Oh, das ist ja was für mich. Cool. Blaubeerduft. Blaubeerduft. Mega. Die Verpackung, ne? Super süß. Ich guck mal, ob unser Lütter damit noch baden will. Der ist jetzt 11. Ich weiß es nicht. Ansonsten weiß ich schon, wo ich das hingeben kann. Wir machen weiter mit einem Lippenbalsam von Lavera Naturkosmetik. Ökotest sehr gut. Sensitive Balsam, Bio-Jojobaöl und Bio-Mandelöl. Sowas kann man ja auch immer gebrauchen. Ich habe allerdings echt ein großes Backup im Moment, weil ich immer mal öfter wieder sowas in der Box habe. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser hier in ein Trash-Paket oder ein Gewinner-Paket oder landen wird. Auf jeden Fall. Was ist das? Ein Tiegel. Eucerin Hyaluron Filler. Okay. Mit Lichtschutzfaktor 30 sogar. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und so ein toller Flakon, ne? Also die Optik ist ja schon sehr hochwertig und mega und Eucerin ist ja auch, ja, ich habe es mir gedacht, dass ich nicht dran schnuppern darf. Ich gucke jetzt mal trotzdem parallel aber ins Heftchen. Ja, oh, in der Tat, denn
Ach, ist das hier hinten drauf? Tagespflege. Ah ja, das ist eine Probe, glaube ich. 20 ml. Und da würde jetzt die... Nee, Luxusprobe, doch. Genau. Und die Originalgröße würde jetzt zum Beispiel 23,25 kosten von dieser Creme. Ich habe hier nämlich die Preise und ich denke, vielleicht ist das für euch interessant. Der Lippenbalsam würde 1,57 Euro, naja 1,99 Euro, Verkaufspreis 1,57 Euro kosten. Das Milchstraße-Bad, wo haben wir dich? 1,55. Dann mache ich weiter mit Freiöl, Figuröl. Wow, strafft und festigt die Silhouette. Na, das kann ich doch gebrauchen für alle Körperpartien. Na, dann kann ich mir das ja auch ins Gesicht schmieren. Reduziert Zellulite. Na gut, im Gesicht habe ich noch keine Zellulite zum Glück. Gibt es das überhaupt? Kennt ihr jemanden, der Zellulite im Gesicht hat? Das würde mich mal interessieren. Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ach Gott, nee, ich quatsch schon wieder einen Mist, ne? Aha, das haben sie ausgepackt, deswegen habe ich das nicht gleich gefunden. Dann packe ich das doch auch mal aus, weil der Flakon... Oh, ja, Freiöl macht einfach auch mega Sachen. Guckt euch das mal an, wie schön. Wie schön das alleine aussieht, ne? Und wie man sieht, ist das kein sehr dickflüssiges Öl. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich bin nämlich eigentlich kein Ölfreak, so für die Haut und so. Aber das scheint mir nicht so sehr dickflüssig zu sein. Was haben wir denn hier für einen Preis? 5,20 Euro. Wow. Toppi. Tippitoppi. Hier habe ich von NYX. Oh, Very Rose. Och, ein Micellenwasser. Oh mein Gott, ich liebe ja Micellenwasser. Wo stehst du da? 8 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung, 8 Euro. Das ist jetzt noch zu. Ich lasse es auch zu. Ich habe hier an der Seite so ein Klebi. Da freue ich mich schon drauf, weil Micellenwasser geht bei mir richtig gut weg. Da habe ich eigentlich auch nie ein großartiges Backup. Wunderbar. Och, Dermaseel, oh mein Gott, totes Meermineralien, Blütentraumkirschblüte, eine Cremedusche, ihr Lieben. Also hallo, 200 ml. 5,49 Euro. Oh, die riecht bestimmt fantastisch. Oh mein Gott. Oh, ist das lecker. Also da freue ich mich ja schon drauf, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf. Es nimmt wirklich kein Ende. CeraVe Moisturizing Lotion habe ich hier noch. Das scheint auch so eine kleine Dingens zu sein. Da ist sie, Feuchtigkeitslotion. 20 ml. Wir haben hier 20 ml drin. Luxusprobe. 5,17 Euro. Klingt interessant, kenne ich noch nicht. Und wenn ihr dann natürlich etwas ganz, ganz toll findet aus dieser Box und so weiter, dann könnt ihr die Dinge natürlich auch nachbestellen. Das ist natürlich auch das Gute, ne? Oh, dann haben wir hier noch eine feste Dusche von Sebamed Wellness Dusche. Ich bin ja nicht so ein feste Duschen und bla Mensch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die 3,95 Euro, dass die auch mal in einem Trashy oder in einer Dings landet. Aber das ist die, die hier so fantastisch duftet. Also Leute, die riecht mega. Und das ist auch der Duft. Ich habe den Täter sozusagen, der mir hier aus der Box gerade entgegenkam, als ich sie geöffnet habe. Also nur wegen des Duftes kriege ich jetzt irgendwie doch Bock, die selber zu benutzen. Die riecht mega. Ich guck mal. Zwei Sachen habe ich noch für euch.
Ach, Rugar Kosmetik. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Kenne ich nämlich nicht. Cleansing-Öl. Wow, sehr gut. Vitamin E, Bisabolol, Flower-Extrakt. Oh mein Gott, was ist da alles drin? Hier steht es nochmal in Deutsch. Man sollte das auch manchmal umdrehen, das Produkt. Ich wieder. Gucken wir mal, was soll denn das eigentlich kosten? Oha, 15,50. Das ist also, ne, wenn ihr so ein bisschen mitgerechnet, überschlagen habt, dann wisst ihr 12,95, was das hier für ein Schnäppchen ist. Ich kann es euch nur sagen. Ich sehe im Heft, das ist auch ein netter Flakon hier. Sieht schön aus, ein Reinigungsöl. Pflanzenölen, Vitamin E, Bisabolol heißt auch auf Deutsch so, sowie Ringelblumenextrakt. Das liest sich aber sehr gut. Sehr natürlich auf jeden Fall. Also da bin ich super gespannt drauf. Und Reinigungssachen gehen bei mir immer schnell weg. Das ist das Gute. Da werde ich nicht lange drauf warten müssen, bis ich dieses Mal ausprobieren darf. Wow. Das letzte Produkt von La Mer. Also auch definitiv was Hochwertiges. Was ist es denn? La Mer, wo stehst du? La Mer Ultra Beauty. Oh, ein Wimpernserum. 1975. Das ist hier eine Probe. Wow. Also Wimpernseren liebe ich ja auch, ne? Und dann solche hochwertigen, die sollen ja angeblich wirklich irgendwie was bringen. Oh, wie süß. Guck mal, so ganz klein. Cool. Ja, also das ist dann auch das hochwertigste Produkt. Das ist natürlich der unverbindliche Preisempfehlungspreis. Ja. Hydrobooster Wimpernserum. Wow. Das ist wahrscheinlich so ein dünnes Pinselchen. Ja, und Tag 3 angeblich, oh, das steht hier wieder so klein drauf. Auch nur einmal täglich abends, 2 mm über dem oberen und unteren Wimpernkranz entlang auftragen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Also, ihr Lieben, ihr werdet es nicht bestreiten können. Diese Box ist der Hammer. Ich freue mich auf die nächste. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, mit dem Newsletter wird man informiert. Kann natürlich auch sein, dass man das nur wird, wenn man einmal eine Box bestellt hat. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wieder hier gefährliches Halbwissen, ne? Aber wie gesagt, haltet gerne die Augen auf, wenn ihr Bock habt. Ne? Also hier hat man nochmal eine Zusammenfassung. Das ist ja echt mega. Hier hinten auch noch zwei Produkte mit dabei gewesen. Also hallo, ich kann euch nur sagen. Frühlingsedition 2022 Beauty Box, ihr Lieben, ich bin wieder hochbegeistert und freue mich total, wenn ihr dran geblieben seid. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr guckt. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ne? Also dann, ihr Lieben, macht es gut. Bis bald, eure Mieze.